Ja, moin. Ich bin's wieder, der Sepulba, mit dem Car Mechanic Simulator 2021. Tja, ich habe was anders gemacht als letztes Mal. Ich habe mir einen zweiten Spielstand erstellt. Schwierigkeitsgrad Experte. Ja, quasi der Spielstand Sepulba Extreme. Es ist extrem belohnend, dass wir tatsächlich so viel Erfahrung kriegen. Wir kriegen die doppelte Erfahrung als im normalen Modus. Und ja, wie ihr seht, ein Punkt vor Level 3. Oh, das hätte ich ja noch machen können. Kampagnenauftrag 3. Und zwar lesen wir uns erstmal durch, was hier der Kunde so gemacht hat. Guten Morgen, hallo junger Mann. Bitte hilf mir, ich bin gerade losgefahren, doch dann funktionierte mein Auto plötzlich nicht mehr. Es ist einfach plötzlich ausgegangen. Zum Glück haben mich ein paar gute Typen zu deiner Werkstatt geschleppt. Wenn die nicht geholfen hätten, ich würde lieber nicht weiter darauf eingehen. Bitte schau mal, was du machen kannst, um es wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sonst hat nach einer sechsmonatigen Stilllegung immer alles einwandfrei funktioniert. Danke, dass du hier mitten im Nirgendwo eine Werkstatt aufgemacht hast. Kann ich mal die Toilette benutzen? Bis bald. Ja! Du kannst gerne unsere Toilette benutzen, wenn ich erstmal wissen würde, wie du heißt. Habe ich natürlich weggeklickt, immer so ein bisschen vorher gucken. Keine Sounds. Doch. Da sind sie. Ja, werter, wie du auch immer heißt, Kollege. Erstmal rein die Karre. Draußen Windgeräusche, jawohl. Fahrzeug, so Motor und so weiter und so fort. Ein Walsen 2040. Verfügbar bei Schreunern. Kampagnenauftrag. Auftragsdetails, ja. Ja, Mr. Unbekannt. Haufen Kram ist kaputt. Ja, Öl und alle Flüssigkeiten. Also ich glaube, das wird hier das Anstrengende sein. Immer alle Flüssigkeiten. Schauen wir doch mal rein. Oh, was ist mit deinem Kühler nicht richtig? Da müssen wir was machen. Ne? Es ist ganz einfach so. So, jetzt gehen wir erstmal in Inspektionsmodus. Holen uns noch das Level. Klatsch. Gut, und dann gehen wir hier gleich und holen hier Schraubgeschwindigkeit. Oh! 15, 10, 15. Wenn wir hier also hochgehen, schaltet das ringsrum alles frei. Ach so! Kompetenzpunkte 4. 3 meine ich. 3000 Credits kann man den ganzen Schruz wieder zurücksetzen. Ja, gut. Ja, was wir tatsächlich denn nicht haben, ist viel Geld, weil wir viel weniger Aufträge machen. Und ja, das ist eben einfach so. Gut. Klaus. Wir nennen ihn jetzt Klaus. Klaus hat hier ein Problem. Klaus hat erstmal mit seinem Kühler ein Problem. Klaus? Ja, Klaus, ich helfe dir sofort. Es soll sich erstmal um deinen Kühler drehen. Da müssen wir natürlich das Ablasswerkzeug erstmal holen. Aber dit ja aussaugen müssen, bevor wir den ausbauen, ne? Kollege? Gut, wie sieht's hier aus? Ach so, Flüssigkeiten, sowieso alle. Wir saugen ja alles weg.
1, 2, 3 und Wischwasser nachfüllen. Das ist Standard. Gut. Kann man sich so langsam dran angewöhnen, Klaus? Gut. Ach so, wir müssen ja in den... So, Kühler raus. Kühler ist, So. Jetzt müssen wir mal dran denken, X drücken, um es auf die Liste zu setzen von den Dingen, die wir kaufen wollen. So, er fuhr auf einfach nicht mehr. Also ich gehe davon aus, dass das Fahrwerk nichts hat. So. Wir holen hier erstmal das Öl raus, bevor wir da noch ein Malheur kriegen. Kostet nur Geld. Ja. Und... Also Ölwechsel ist dran, das ist klar. So, zurück mit dir. Ja, will er von uns den Ölfilter? Den will er doch auch gemacht haben, oder? Ölfilter? Ja, F4A. Also. Auf die Liste, runter damit. Gut. Was haben wir sonst noch so im Auftrag? Keilrieben, Generatoranlasser, Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe. Ja, Kühler haben wir schon. Kupplungen, Nockenwellenrad, Ölfilter, Relais-Typ A, ein Haufen Zündkerzen, Umlenkrollen. Also, Chrom und Ganze, Zündung. Und dann müssen wir an der Seite vom Motor ran. Gut, ja, damit kann ich leben. Kollegen, was wir auf dem Zettel behalten müssen, und das machen wir mal gleich, ist Master Kraftstoffpumpe. Die machen wir mal bitte gleich, denn wir haben hier so Bremsscheibe, warst du nicht? Wir können ja den Kühler schon mal kaufen. So, Kühler gelöscht. So, und die Kraftstoffpumpe. So, und die Kraftstoffpumpe machen wir nämlich gleich fertig. Die gerät nur in Vergessenheit. So, Kollege, Kraftstoffpumpe ist drin. Hast du neu? Von hier unten, da war hauptsächlich nur eine Seite. Ich denke mal nicht, dass wir eine Ölwanne ran müssen. Können wir den Ölfilter eigentlich auch gleich mit ranschrauben? Tja. Anlasser. Den Anlasser müssen wir noch abschrauben. Anlasser. Das ist der Generator. Da sitzt der Anlasser. Ja, runter mit dir. So, erstmal X. Und runter. Ja, Schraube. Schraube. Also... In dem Expertenmodus wird uns hier nicht keine Schraube angezeigt und nicht, was wir abbauen müssen, wenn und warum es denn nicht geht. Ja, also das ist eine ganz klare Geschichte. Müssen wir hier unten eigentlich überhaupt noch ran, wenn man einen Anlasser... So, wir machen es gleich. Anlasser hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Oh, Anlasser ist hier elektronische Geschichte, nehme ich mal an. So, bauen wir gleich ein. Klaus, wir machen es gleich. Also, man muss ein bisschen, also man muss erheblich konzentrierter bleiben. Das ist ganz klar so. Bei der Geschichte, wenn man das auf Experte spielt, ist die Konzentration, die muss einfach hoch sein. Ich finde das persönlich ganz gut. Ne? So, ey, deine Umlenkrollen. Also, ey, hier Klaus, das hast du ja wirklich zerwichst. Ja, was soll denn das? Also. Ja, achso, ja, nee, klar, können wir ja nicht. Dann wir drücken mal X, weil der Riemen ist runter. Dann machen wir uns nicht vor. Der ist fertig. Der Riemen ist runter. So,
Generator, Schraube haben wir gelöst. Generator ist raus. So. Was haben wir denn hier? So. Jetzt können wir aber. Oh, machen wir nochmal schnell X. Was denn nun noch? Nee. Wir erst den Deckel hier lösen oder was? Auch nicht. Ja, das ist halt Expertenmodus, ist im Expertenmodus, ist im Expertenmodus. Den können wir noch nicht abschrauben. Wir müssen erst diese Umlenkrolle abschrauben. Erst. Das ist doch der erste Step. Das ist so. Oder können wir einen Riemen so runternehmen? Ich glaube, es hackt. Ja, so, X. Ja, na, denn ist ja einfach. Also hier haben wir keine Spannumlenkrolle. So, Fliege ist weg. Für immer. So. Da. Und da. Gut, haben wir ab. Was denn nun noch? Müssen da ran. Ach so, der Deckel geht bis hier unten drunter, müssen wir ihn auch noch machen. Jetzt. Ich mache eine Schraube dran. Oh! X, X. Runter. Jetzt ist die Flasche, die hält er in den Fallschirm rein. Das ist natürlich auch geil. Oh, der Riemen ist auch runter. Auch X. So. Gut. Haben wir zerlegt? Wir sind ziemlich am Start. Ja, alles ganz schön vergammelt hier. Also, da müssen wir nochmal sprechen drüber. So geht das ja denn nun auch nicht. Ne? Gut. Haben wir das hier runter? Okay, hier sieht das ganz gut aus. Komm, wir lösen mal die Schraube. Einfach nur, wo wir es können. Bauen wir gleich wieder an. Gar nicht unsere Baustelle hier. Ja, gut. Zündung. Oh. Klaus, Kraftstofffilter, ne? Müssen wir machen. Beißt die Maus keinen Faden ab. Der muss neu. Gut. Zündung. Das ist hier Einspritzung. Wo hast du deine Zündung, Klaus? Erzähl mal. Müssen an der Zündung viel machen. Ist ja hier nicht zwischen. Oder womöglich noch drunter. Nein. Nein. Die sind immer von außen. Die habe ich doch gar nicht abgeschraubt. Nur mal im Ernst. Ich bin hier kein Spezialist, aber auch ich weiß, die irgendwie von außen ran müsste. Ah, das ist er doch. Hier, das schwarze Ding. So. Mal hier. Nehmen wir mit runter. Wieso? Ich möchte das Kabel abmachen. Ja. Ja, Zündkerzen sind alle hin, ne? Das ist dir klar. Er sieht aber noch gut aus, oder? Nö, doch. Der müsste noch gehen. Gut. Gucken wir mal. Generator ist klar. Riemen, Riemen. Kraftstofffilter, ja, habe ich ab. Pumpe ist klar. Kühler. Kupplung. Nockenwellenrad haben wir auch gesehen. Relais machen wir noch. Zündkerzen, Zündkabelsatz.
Gut, ja, nee, das meiste haben wir alles gesehen. Kupplung, oh, Kupplung müssen wir noch ran. Dazu müssen wir das Getriebe abmachen. Um das Getriebe abzumachen, müssen wir den Antrieb auseinanderbauen und den Anlasser, den wir dran geschraubt haben, ne? Drauf ist eben einfach so. Gut, ja. Können wir hier oben schon irgendwas neu machen? Nee, wir gehen erstmal von unten ran und nehmen uns der Kupplung an und dann werden wir wieder Stück für Stück zusammenschrauben. Gut, Anlasser runter. Ne? Kupplung, ja. Ist egal. Oh, wie belohnend. Nur die Kardanwelle runter. Ja, also hier ist es tatsächlich so. Da muss ich schätzen. Ich weiß, 8 Schrauben. So, oh. Ja, hier müssen wir was machen. Das nutzt nichts. Es sind die gleichen 5 Schrauben wie immer. Ja, hier müssen wir was machen. Gut. Ja, die 2 Teile. So, jetzt gehen wir erstmal shoppen. Oh, was brauchen wir? Wir sind im Elektronikshop. Anlasser haben wir. Wir kaufen mal 4 Zündkerzen nach. So, Zündkerze habe ich. Wir brauchen das Kabel. Habe ich das Kabel? Wir brauchen auf jeden Fall den Generator. So, Generator habe ich. Jetzt Kabel nicht mit aufgenommen, ja. Jetzt muss ich wieder raten. So, da gehen wir einfach mal kurz und spicken. Zündkabelsatz R4A. Gut. So, Zündkabelsatz R4A. Habe ich. So, damit haben wir die Zündung erledigt. Noch irgendwas hier im Elektronikshop? Anlasser, den hatten wir schon gemacht. Dit nicht, dit nicht, dit, 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 dit. Gut, den können wir rübergehen in den Ersatzteile-Shop. Keilriemen. R4 Keilriemen. So. Da brauchen wir nämlich den und den nämlich auch noch. So sieht es nämlich aus. Den. Den. Den haben wir schon. Zahnriemenabdeckung lassen wir mal noch. Brauchen die Umlenkrolle. Typ A. Nicht so viel. Wir haben nicht so viel Kohle. Wasserpumpe. Die brauchen wir auf jeden Fall. Zahnriemenabdeckung lassen wir mal. Nockenwellenrad. Die können wir nämlich immer noch nachholen. Riemenspanner. So, Kraftstofffilter. Fachwerkstatthalter von was auf Lager. So.
Zylinderkopf. Ah, ich habe das Kabelsatz gewollt und habe Zylinderkopf gekriegt. So, Kupplungsscheibe. So, also ich kaufe immer ein paar Ersatzteile mehr. Und bei 18 habe ich das so gemacht, ich habe immer einen gigantischen Berg Ersatzteile und habe von jedem immer dann 10 Stück gekauft und von den Gummilagern gleich 50 und so weiter und so fort. Und ich habe immer, wenn ich irgendwas alle gegangen, habe ich wieder 10 Stück nachgekauft. Ich hatte alle Teile immer auf Lager. Alle. Und ich habe das Auto komplett zerlegt, komplett wieder zusammengeschraubt. Ja, und habe es dann natürlich immer gleich schick gemacht, ne? Und Autos, die ich ihm behalten habe, habe ich gepimpt. Gut. So, wir waren bei der Kupplung, müssen ein bisschen konzentriert bleiben. Kupplung, neue Scheibe rein. Zack. So, Kupplung. Ja, die Druckplatte, die ist okay. Ja, also wie ihr seht, es ist schwieriger. Man muss jetzt ganz genau gucken, was will er jetzt als nächstes? Warum kann ich das nächste Teil nicht anbauen? Ja, das ist eben einfach so, so Getriebe. Ja, man muss jetzt auch selber gucken. Ja, hat man alle Schrauben dran? Oder nicht? So. Die Kardanwelle wieder dran. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, jetzt müssen wir wieder in den Motorraum. Hier sind wir fertig. Nochmal ein bisschen. Gucke mal parallel so ein bisschen auf den. Ey. Wir auf den Auftrag gucken. So, haben wir Kraftstoffpumpe, haben wir instand gesetzt. Ölfilter, weißt du? Den hätten wir gleich schrauben. Komm, wir schrauben ihn nach. Hoch runter die Kiste. Macht ja auch Spaß. So, Ölfilter, Ölfilter. Oh, müssen wir erstmal ausbauen. Zack. Gleich neuer rein. Öl immer wichtig, Kollege. Wir gucken auf den Auftrag. 75% Mindestzustand. Okay. Ich hab's ja gesagt. Ölgard. Wir nehmen hier einen Ölfilter. Ach ne, 75 hat er gesagt. Der 65. Gut, dann nehmen wir 9. Überzeugt. Ich dachte 85, aber es sind nur 65. Gut, ja, nee, 75% Minimum können wir leider den alten Ölfilter nicht reinkloppen von Joanna. Muss Klausi eben, ja, hat auch einen neuen. Tja, wenn Klausi Ansprüche so niedrig stellt, kriegt er eben auch Gebrauchteile. Ist natürlich die Reparatur günstiger, ne? Das fand ich immer gut an dem System auch. Kannst du nicht linken. Ja, wenn du Gebrauchteile einbaust, kriegst du auch nur Gebrauchteile bezahlt, das ist ganz klar. So, Kollege. So, das war ja hier auf der Seite waren die Zündfüchse. So, Rin, 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 Rin. So, neues Kabel drauf. Schicki, schicki. Ja, das ist ganz klar, Klaus. Da brauchen wir nicht Gedanken machen, wenn eine Zündung im Eimer ist. Dann läuft er eben nicht, ja? Das ist ganz klar so. Da machen wir uns nichts vor. So, ein Kühler haben wir vorhin schon gekauft. Das hatte ich ja noch auf dem Zettel. So, neun schönen Riemen. Oh, sieht das nicht lecker aus? Sag doch mal was. Da wird unser Kunde richtig zufrieden sein. Ich bin's jetzt schon. So, die hatten wir keine Schraube an diesem Deckel, ne? Das wundert mich auch so ein bisschen. Gut, wir müssen mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Davon haben wir 81%. Nehmen wir doch die. Die haben wir bestimmt noch von Joanna über, ne? Die 81-prozentige. Gut.
So, Generator drüber. Schraube. Da war eine zweite. Genau. Gut. Riemen drüber. Haben wir auch gleich neu. Und dann ist es schicki. So. Kraftstofffilter. Release-Typ A und Typ B. Ja. Habe ich überhaupt einen Kraftstofffilter gekauft? Er saß doch da. Ja, genau. So, Kraftstofffilter. Release. Da müssen wir doch in das neue Teil gucken. Nannte sich Sicherungsbox. So. Ja. Da muss ich mal in den dazugehörigen Modus gehen. Diagnosemodus. Guck mal, wir holen uns noch ein paar Points ab. Relais-Typ. Kann man aber jetzt schlecht erkennen, ne? Ist das kaputte Relais ist. Ich hoffe, das war es auch. Nein. Das da ist es. Ja, und da stecken wir mal gleich wieder rein, ne? Ja. Relais Typ A und Typ B. Gut. Das kriegen wir hin. Da müssen wir doch noch mal in den Elektronikshop. Mal kaufen wir auch gleich. Ich denke mal, das mit dem Relais, das wird schon gleich mehr werden. So, Relais Typ B, Typ A. Deckel wieder drauf. Gut. Haben wir das gemacht? Gucken. So, Öl muss noch drauf. Und dann ist es erledigt. Dann haben wir das geschafft. Jawohl. Klaus wird zufrieden sein. So. Jawohl. Alles erledigt, erledigt. Ah, alle anderen Flüssigkeiten. Ja, wäre schön. Gerade wenn in der Bremse Bremsflüssigkeit wäre. Ich glaube, das funktioniert aber nicht so gut, wenn da nichts drin ist. Klack. 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 Drauf. Jawohl. So. Wischwasser. Kriegste. Ist immer ein bisschen blöd, dass man warten muss, bis der quasi, bis man den sag schon. Man muss immer ein bisschen warten, bevor der Kanister hochgeht zum Einkippen. Das ist ein bisschen Kacke. So, habe ich, habe ich, habe ich. Ach, hier muss auch noch was rein. Und jetzt. Ja, hier ist der Indikator, wenn der Kanister runtergeht, dann könnt ihr aufhören zu kippen. Gut, Klaus. Schick, schick, schick. Bist du zufrieden? Gucken, 916 Credits, was kriegen wir? 2353. Ja, also Kohle ist echt knapp, ne? Weil wir auch immer rausballern. Wir sollten tatsächlich ein bisschen mehr sparen. Jetzt so zukünftig so. Ja, ich habe hier übrigens die Map entdeckt. Keine Ahnung. Schrottplatz. Deine Werkstatt. Rennstrecke. Teststrecke. Scheune. Benötigter Zustand 10. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Zustand. Händler. Parkhaus. Auktionshaus benötigt Zustand 15. Ich nehme mal an Level. Und VMAX Teststrecke. Hier werden wir oft hingehen. Ja, ansonsten Teststrecke, weiß ich nicht, wird vielleicht geil sein. Rennstrecke wird vielleicht auch geil sein. Aber ey, Schrottplatz. Gucken wir da hin. Können wir da hingehen? Kostet das Geld? Oder ist jetzt Geld abgezogen? 915 plus 2353 sind circa, lasst uns überlegen. Ja, wir hatten 2000. Sind 3230, so müssten wir haben.
3230, so roundabout. Ey, das hat uns 500 Tacken gekostet hier. Scheiße, das hätte er uns aber auch sagen können. Er hätte es nicht gemacht. Naja. Da stehen Kisten. Nee, wenn wir jetzt schon mal da sind. Was soll in die Karre kommen? Für 500 nehme ich ihn mit. Viertausendvierhundert? Kann mir nicht leisten. Sind wir schon wieder an der mühsam verdienten Kohle rauskloppen, ne? Gut, Auftrag haben wir geschafft. Ah, hier gibt's halt Perlen. Hier musst du so 20.000 in der Tasche haben. Was ist das denn hier? So, was haben wir denn hier? 5.500. Ja. Also hier auf dem Schrottplatz habe ich Schnäpperchen des Todes gemacht. Ja, den kennen wir schon. Was mit ihm hier? Oh, 4.500, ey. Wir haben nichts in der Preiskategorie. Ich sag mal, so ein Tausender würde ich ja noch mitgehen. Müssen wir auch schwitzen beim nächsten Auftrag. Das wäre die 500 hier, ne? Rausgeklickt. Ich wäre hier nie hergekommen sonst. Nie und nie und nie. Das ist schon ein kleiner Sechszylinder hier. Ein kleiner sportlicher. Hier könnten wir Kohle mitmachen, aber wir haben nicht das Geld dafür. Ja, ansonsten noch hier so eine ganz alte Karre. Aber der hätte ein bisschen Kohle gebracht, da vorne, der Kleine. Der hätte ein bisschen Geld gebracht, ja. Hier. Ist auch nicht. Was haben wir da zu stehen? Komm, Taui, mehr kann es nicht wert sein. Ey, 300.000 runter. Zwölfe! Ja, adäquiert, ne? Oh, hier ist auch wieder. Sechse. Ja. Ja, scheiße, Mann. Scheiße, jetzt ärgere ich mich, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, natürlich, ohne Teile. Hier, die Ersatzteile da, die hole ich da gar nicht raus. Ich habe da noch gar nicht den Skill für. Um Schrottersatzteile wieder aufzuwerten. Oh, das ärgert mich. 500 Tacken in Sand gesetzt. Hat das hier irgendwo gestanden? Nee. 500 Tacken weg. 500 Tacken. 500 Tacken. Oh, das hätten wir in die Werkstatt. Oh. Ah, sowas ärgert mich. Sowas ärgert mich maßlos. So, was haben wir denn hier? Verfügbare Kompetenzpunkte. 2. Starke Arme. Also, wir könnten ja starke Arme. Wir könnten ja hier auf den sparen. Und dann könnten wir hier gleich mit 3 den machen. Oder wir könnten jetzt gleich den machen. 15%. Aber die 10%, also das staffelt sich ja. 10 plus 15 macht ja 25. Ja, plus 25 macht ja schon 50. Und so weiter. Also wir werden hier dann mehr als gut anderthalb mal so schnell nachher. Ne, das ist ganz klare Geschichte, wenn wir jetzt noch einen Punkt sammeln. Und es stört mich ja nicht. Bin ja da entspannt. Gut, ach so, WC. Kommen wir hier rein? Nee, Licht können wir auch nicht ausmachen. Gut. Ja. Komm, wir machen noch einen kleinen Auftrag. Kleinen Auftrag machen wir noch. Wir sind ja noch nicht so lange dabei. Obwohl, das bräuchte ich nicht angucken da, wenn ich da so ein bisschen. Ja, wechsel alle vorhandenen Filter. Ein Problem mit den Bremsen. Ja, das ist ja ganz normale Arbeit. Nee, wir machen die Kampagnenaufträge, ne? Also, ich wünsche euch was, Leute.
Ja, bis zum nächsten Kampagnenauftrag. Den werde ich vermutlich in der Erklärung machen. Tschüssikowski. Ja, bis zum nächsten Mal.